So, diese spontane Bewegung ist es so, jetzt habe ich nur als Bewegung, als Sport. Für mich ist, weil eben Balletttänzer war, mache ich keinen Unterschied zwischen Sport und Tanz, solange bis dieses Gleichgewicht von Körper da ist. Also der Unterschied zwischen Kampfsport zum Beispiel ist, dass ich erreiche ein gewisses Gleichgewicht von meinem Körper, aber dann verwende ich dieses Gleichgewicht für etwas, was nicht im Gleichgewicht ist, jemanden niederzuschlagen. Ja? Also, dann ist das Gleichgewicht weg, obwohl es bei mir bleibt, immer, obwohl ich jemanden angeschlagen habe, das nicht im Gleichgewicht ist. Was bei dem Tanz Unterschied ist, dass ich, wenn ich ein Gleichgewicht erreicht habe, durch körperliche Betätigung, dann verwende ich es für etwas, was weiter im Gleichgewicht bleibt. Ich genieße mit jemandem zu tanzen. Also ich schlage ich ihn nicht nieder, sondern ich versuche mit ihm zu tanzen. Das heißt, das Gleichgewicht geht weiter. Aber bis zum gewissen Punkt, wo es mit dem Körper Gleichgewicht ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Kampfsport und Tanzen. So, jetzt werde ich versuchen, wenn ich eine Bewegung mache, ist egal was, und dann kommt die Freude, mit jemandem zu tanzen, kann ich mit dem Handy so machen oder so. Oder darum liebe ich zum Beispiel alle Volkstänze, weil es gibt auch im Bulgarischen sehr viel mit dem Hand. Das heißt, man kann nur oben machen etwas und dann jetzt versteht man alles. Oder bei dem Inder, die machen immer so oder so. Oder es gibt in Österreich, die sind auch mit dem Handy die Schuhplatte und so, das ist eine super Sache. Oder eine von meinen Lieblingstanz, die hier ist, ein Walzer. Ein Walzer, der sich dreht in eine Richtung oder in andere. Das heißt, du enjoyst einfach dein Gefühl, mit jemandem zu tanzen. Darum das Gefühl für Walzer ist etwas, eine schwingende, fließende Bewegung. Ist eine super Sache, die zwei Leute, es ist natürlich leichter mit zwei Leuten, aber ich wollte es nur, das Gefühl zu vermitteln, dass alle Volkstanzen, genauso wie Volkstrachten, sind einfach super, ist egal von wo sie kommen. Ich trage ganz gern die österreichische Trachten, ich tanze ganz gern österreichische Tanzen, ich trage ganz gern bulgarische, ich tanze ganz gern, ich trage ganz gern russische und die russische Tanzen. Das heißt, alles überall, wo Volks ist, es ist sehr, ich werde sagen, auspicious, das heißt rechtschaffen, wie sagen wir, keine Ahnung, auf Deutsch. Aber immerhin, das ist dieses Gefühl von Ausgeglichenheit, vermitteln die Volkstänze. Und natürlich, wenn jemand schon dieses Gefühl hat, kann er mit all seinen Bewegungen weitervermitteln. Und das war der Ausflug in den Tanz, was ich unbedingt sagen wollte, ist, dass die Tanzen findet fast immer kollektiv. Das heißt, das ist eine Weiterentwicklung von dem Gleichgewicht. Dann entwickeln wir so, dass wir kollektiv auch das genießen und das Gefühl von Bruder-Schwester-Prinzip auch da ist, wenn das da ist. Wenn das nicht da ist, okay, aber wenn das da ist, ist es noch weiterentwickelt. Ja.